Das Gefühl, als wenn man so im Königsreich wäre, die Sonne, die geht von da auf, die geht so rum und geht von hier weg. Wir haben also überall die Sonne, am ganzen Tag ist Sonne irgendwo. Ist Abendessen schon gedeckt, Schatzi? Man kann da alles von der Dusche aus machen. Er ist der Mann, der exklusive Wohnträume erfüllen will. Hermann Köppler ist Makler auf Mallorca. Spezialisiert ist der 61-Jährige auf die Vermittlung von Luxusimmobilien, die er sehr selbstbewusst an den Mann bringt. Alles, was auf der Insel ist, egal wo, egal in welcher Ecke, brauche ich genau einen Tag. Und dann habe ich das Ding und kann es betrachten. Hermann Köppler hat sein Büro im Nobelort Santa Ponsa, wo sich eine Villa an die andere reiht. Gelernt hat er eigentlich Möbelschreiner, nutzte später aber sein Verkaufstalent als Immobilienmakler. Vor 11 Jahren zog er dann auf die Insel und gründete eine Tauchschule. Aber irgendwie reizte ihn doch der Immobilienmarkt auf Mallorca. Ich sage nicht, das ist Arbeit, das ist ein Hobby für mich. Das ist was, wo ich wirklich Spaß dran habe. Und das mache ich jetzt 30 Jahre lang. Und das ist eine Sache, wo einfach gut tut. Und wenn man Erfolg hat, tut es noch mehr gut. Und wenn man was verkauft oder was aufs Papier kriegt, wenn man einen Kunden hat, wo kauft, dann ist das natürlich auch eine Bestätigung. Bei einem erfolgreichen Abschluss kassiert Hermann Köppler 5% Maklerprovision. Die Preise vieler Villen liegen im zweistelligen Millionenbereich. Zu seinen Kunden zählt er reiche Unternehmer und VIPs. Mit Promis habe ich auch schon Kontakte gehabt, klar. Wie Boris Becker in der Arta, die Finger, wo er verkauft, dann hat man automatisch den Kontakt. Oder mit Peter Maffay, der lebt ja auch nun mal jahrelang schon auf der Insel. Den kenne ich auch ganz gut. Wie Costa Cordalis ist jeden zweiten Tag bei mir. Mit Merak Chassad hat Hermann Köppler einen neuen Kunden an der Angel. Der gebürtige Deutsche ist nach Mallorca gekommen, um für einen arabischen Geschäftsmann ein passendes Feriendomizil zu finden. Das maximale Budget liegt bei 2 Millionen Euro. Hermann Köppler versucht dem 24-Jährigen eine neu gebaute Villa schmackhaft zu machen. Das wird momentan mit 1.650.000 angeboten. Das ist also vor einer Woche fertiggestellt worden. Und im ganz neuen Stil. Also richtig super, super, super. Bei dem Preis haben wir hier auch die Möbel drin. Die Möbel sind ganz nagelneu. Da hat also noch kein Mensch drin im Bett geschlafen oder sonst was. Ist alles fabrikneu. Die Villa müsste mindestens einen Mehrblick haben. Das war schon die Voraussetzung von meinem Kunden. Und darüber hinaus präferierte er auch eher einen moderneren Stil. Also diese Finken-Stile würde er nicht nehmen wollen. Also da sind die Araber immer ein bisschen eigen. 4 Immobilien hat Merak Chassad schon besichtigt. Keine erfüllte die Ansprüche seines Auftraggebers. Heute will Hermann Köppler endlich den arabischen Geschmack treffen. Siehst du, man kommt hier rein und hat alles quasi offen. Keine große dicke Wände drin, es ist einfach auf. Ja, da fühlt man sich direkt frei drin, ne? Hermann Köppler führt Merak Chassad durch die rund 220 Quadratmeter große Villa. Die Strategie des Maklers, viel quasseln und Scherze machen. Schließlich soll sich der Kunde wohlfühlen. Man hat hier also die Dusche reingemacht. Ah, auch noch ein Fenster. Hier kann man dann Frage draus von der Terrasse. Ist Abendessen schon gedeckt, Schatzi? Man kann da alles von der Dusche aus machen. Die freut sich dann auch, wenn sie nackte Oberkörper sieht. Ich versuche die halt zu kriegen auf Sympathie. Und versuche über die Leute an mich zu ziehen. Wie er mit mir umgeht, das ist sehr locker, man ist nicht angespannt, so als sei man schon befreundet. Was wollen die anderen machen? Und die können nur zu mir, ich bin der Beste. Selbstbewusst muss Hermann Köppler sein. Schließlich geht es in seinem Job ums Verkaufen. Man hat ja hier im Pool, das ist jetzt nicht so ein 20-Meter-Pool wie die große Villen für 5 und 6 Millionen. Aber das ist ja, liegt alles am Preis. Und hier ist es idyllisch. So, jetzt mal deine ehrliche Meinung. Ist es gut? Ist es so da nach deinem Geschmack? Oder müssen wir jetzt da uns noch einstellen, dass wir noch 5 Häuser betrachten müssen? Es gefällt mir sehr, aber du hast noch eine zweite Option. Ich habe noch eine zweite Option, ja. Macht dann insgesamt Villa Nummer 6, die sich Merak Chassad ansieht. Kunden, die sich nicht so schnell entscheiden wollen, auch das gehört zum Maklerberuf dazu. Ich habe schon mal einen Kunde wirklich unterwegs aus dem Auto gelassen. Da hat mir so ein Ohr gelabert, das ist so groß, das ist sogar größer geblieben, mein eines Ohr wie das andere, weil er so viel gelabert hat. Und das ist wirklich wahr, den habe ich rausgeschmissen. Weil man kann nicht nur nörgeln, man muss dann sagen, definitiv was ist. Und wenn die Wand krumm ist, sage ich auch, die ist krumm, das ist totale Murks. Und wenn das Haus zu teuer ist, sage ich schon selbst, das Haus viel zu teuer. Ja, das ist hier eine ganz ruhige Straße, eine super Lage, Nova Santa Ponta. Absolut eine reiche Gegend, sagen wir mal so. Halt Luxuswillen und gute Sache. Ja. Da habe ich hier ein schönes Schnäppchen. Das sogenannte Schnäppchen kostet etwa 1,6 Millionen Euro. Damit liegt die rund 230 Quadratmeter große Villa im Budget von Merak Chassad. Das Gefühl, als wenn man so im Königsreich wäre,
vom Wohnzimmer raus, beide Fenster komplett weg und man hat keinen Einblick von den Nachbarn, es ist alles zugewachsen. Sehr privat hier, ja. Sehr privat. Der erste Eindruck, atemberaubend, ist schon ziemlich geil. Die beste Sache zeigt mir immer erst am Schluss. Also ich zeige meistens nur 3-4 Sachen am Tag. Weil wenn man mehr zeigt, dann können die Leute sich das nicht behalten und die vergessen dann das erste wieder und haben vielleicht nur noch das zweite im Kopf oder das dritte. Wichtig beim Verkauf einer Immobilie ist auch immer deren Lage. Die Villa steht oberhalb der Bucht von Santa Ponsa. Der Blick aufs Meer ist allerdings von Bäumen versperrt. Doch Hermann Köppler hat einen Ass im Ärmel. Und hier gibt es auch noch eine Überraschung. Ich habe schon mit diesen Leuten geredet. Die wären bereit, die ganzen Bäume bis an die Krone oben, dürfte ich alles abschneiden lassen ohne. Sehr schön. Die belastet es auch, dass dieser ganze Dreck immer runterfällt. Und die könnte ich bis in die Krone, dürfte ich schneiden. Ich müsste es bezahlen, hat er gesagt. Aber das kostet 300 Euro, da habe ich hier einen Mehrblick voll. Was der Makler doch nicht alles für seinen Kunden tut. Nach eigener Aussage hat es Hermann Köppler auf Mallorca selbst zum Millionär gebracht. Für jeden Verkauf gilt, je höher der Preis, desto höher die Provision. Wenn ich jetzt hier irgendwo ein Objekt für 5 Millionen verkaufe, habe ich nun mal 250.000 Euro. Da müssen andere 2-3 Jahre lang arbeiten dafür in Deutschland. Das ist auch wieder was, wo mir auch Spaß macht. Für den Verkauf dieser Villa würde Hermann Köppler etwa 80.000 Euro kassieren. Konnte er Merak Shahzad überzeugen? Vor allem auch die Lage. Die Lage, also wirklich die Nachbarschaft finde ich schön, also, ja, also dann auch die Nachbarschaft macht das luxuriöser. Da liegt es doch hier nur noch am Preis wahrscheinlich. Das Objekt wird dir gefallen. Auf jeden Fall. Ja, also dann machen wir das irgendwie, müssen wir schon hinkriegen dann. Das kriegen wir auch hin dann. Sehr gut. Letztendlich, ich glaube für die endgültige Entscheidung brauche ich noch mal Zeit. Eine Villa von gestern und auf jeden Fall die von heute noch. Was mich am meisten dann liebt, ist das, wenn der Kunde sich entschieden hat, und der bei mir im Büro sitzt und unterschreibt diesen Vertrag und ich kennzeichne das dagegen. Doch später wird sich Merak Shahzad für keines der beiden Häuser entscheiden. Bis bei Hermann Köppler also die Kasse klingelt, muss er noch ein bisschen arbeiten.